Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in den Niederlanden. Ganz genau aus Holland und ziemlich genau in Südholland bin ich jetzt gelandet hier. Ich hatte euch ja aufgerufen, euch bei mir zu melden, wenn ihr eine Tour mit mir radeln wollt. Und der allererste, der sich gemeldet hat, das ist der Jaco. Der Jaco kommt hier aus der Region Gouda. Wir sind jetzt hier am Ferienpark in Landal, heißt das hier. Und hier hat der Jaco eine Tour vorbereitet. Und die radeln wir jetzt 50 Kilometer und ich bin total begeistert. Ich freue mich total. Das liegt hier übrigens Gouda ziemlich genau, glaube ich, zwischen Amsterdam und Rotterdam, so grob. Zwischen Utrecht und Rotterdam. Utrecht und Rotterdam. Ja. Und ist auch gar nicht mehr weit hier bis zur holländischen Nordseeküste, ne? Nein, 30 Kilometer, 40. Ich freue mich. Ja. Ich bin schon ganz gespannt. Ja. Und ich würde sagen, dann radeln wir mal los, ne? Ja, was werden wir machen? Jo. Ich bin schon total begeistert. Der Jakob hat nämlich richtig Mühe gegeben und ganz viel vorbereitet hier, um uns was zu erklären. Und er hat auf seinem iPad, ich weiß, das spiegelt sich wahrscheinlich jetzt im Licht, aber hat halt ganz viel vorbereitet. Und wir sind ganz gespannt, wie lange die Tour heute dauert. 50 Kilometer können ja auch mal einen Tag dauern. Ne? Ja. Und ich lasse mir jetzt schön was erklären. Damit ich euch kompakt das wiedergeben kann, was ich auf dieser Tour gelernt und erfahren habe, hat Jakob mir seine Bilder zur Verfügung gestellt. Die Niederlande bestehen aus 12 Provinzen, vergleichbar mit unseren Bundesländern. Wir sind hier heute in der Region Südholland unterwegs. Das Gebiet hier wird als grünes Herz bezeichnet. Es ist dünn besiedelt und soll ein Gegengewicht zum dicht besiedelten Städtering aus Rotterdam, Den Haag, Leiden, Haarlem, Amsterdam und Utrecht darstellen. Holland bedeutet übrigens Holzland. Große Teile der Niederlande liegen unterhalb des Meeresspiegels, hier dunkelblau gekennzeichnet. Ab Mitte des 13. Jahrhunderts begannen die großen Flussmündungen, wie zum Beispiel die vom Rhein, zu verschlicken und es entstanden kleine Inseln. Nach und nach wurden Deiche errichtet, um das Land trocken zu halten und damit bewohnbar zu machen. Die Entwicklung der Windmühlen im 16. und 17. Jahrhundert spielten eine wichtige Rolle, um immer größere Gebiete trocken zu legen. Der jetzt nutzbare Boden in dieser Region besteht zum großen Teil aus Torf und Lehm. Zur Bestellung von Feldern ist er ungeeignet, sodass es hier hauptsächlich Viehzucht gibt. Viele Kühe, viel Milch und damit auch viel holländischer Käse. Denn die Boden ist natürlich nicht so hart. Um 1980 herum wurde die Autobahn A12 hier neu gebaut. Dafür mussten die oberen Bodenschichten bis zu 20 Meter in die Tiefe abgetragen werden. Der so entstandene Kanal wurde dann mit Sand verfüllt. Die Polder, aus denen der Sand gewonnen wurde, bilden heute große Seen, die als Naherholungsgebiet für die Großstädte dienen. So eine Kante drin. Von Berlin nach daar komen we gelijk aan een eerste typische bouwenhof. Ja. Willen we iets wat vertellen over die bouwenhoven die het hier gibt. En verder in de Nederlanden gibt es unterschiedliche Typen.
von Bauernhöfen. Haben natürlich in Deutschland auch, aber. Die Bauernhöfe in den einzelnen Provinzen unterscheiden sich deutlich durch verschiedene Baustile. Hier ein typisches Bauernhaus aus Südholland, hier eins aus Nordholland, Seeland und Friesland. Das Wasser hier ist im Vergleich mit das Land. Ja, stimmt. Da ist ein Pumpwerk. Ah ja, ja. Stimmt, das ist, wenn man darauf achtet, deutlich höher. Ja. Bevor die eigentlichen Niederlande am Ende des 30-jährigen Krieges 1648 im Friedenssaal in Münster gegründet wurden, haben zum Beispiel die Franzosen es nie geschafft, das Gebiet hier zu erobern. Als unschlagbare Waffe hatte man das Wasser auf seiner Seite. Man hat ganz einfach das Gebiet geflutet und der Feind hatte keine Möglichkeit, in Städte wie zum Beispiel Amsterdam vorzudringen. Nach der niederländischen Unabhängigkeit begann das goldene Zeitalter. Die Marine mit Seeflotte entstand und Handelsschiffe sind in die ganze Welt aufgebrochen. Ab Ende des 15. Jahrhunderts gab es hier in Audewater Hexenprozesse, bei denen Wiegeproben durchgeführt wurden. War die Beschuldigte zu leicht, so band man ihr einen Stein um den Hals und warf sie in die Kracht. Trieb sie an die Oberfläche, so war sie als Hexe enttarnt. Wenn nicht, dann war sie ertrunken. Die Hexenwaage ist ja auch heute noch zu besichtigen. Kirschen, hier kann man Kirschen essen. Ja.
Hier gibt es keine Ecken da. Nein. Bewegungsmelder. Ja. Aha. Und die Wilhelmine von Preußen, das war eine Tochter von einem Österreichische König. An dieser Stelle hat man den Radweg auf einer Brücke mitten durch das Wasser gebaut. Grund dafür ist, dass die Grundstückseigentümer an beiden Seiten kein Land für die Erstellung des Radwegs verkaufen wollten. Und dann so. Ja, liebe Leute, der Jakob hat mir gerade erklärt, dass ja früher die Bauern hier über die Schlote rüberkommen mussten. Irgendwie. Da haben die halt diesen langen Stock genommen, habt ihr gerade auf den Bildern gesehen. Und da ist ein richtiger Sport draus geworden. Jetzt sag noch mal eben, wie sich das richtig ausspricht. Ich kann es ja eh nicht aussprechen. Bostock hochspringen. So, jetzt wisst ihr, wie das hier heißt. Und hier ist so eine Anlage dafür richtig, ne? Dass man mit dem Stock dann hier kommt. Und wer am weitesten kommt, der hat dann gewonnen. Da gibt es richtige Wettbewerbe. Sehr interessant. Ja. Habe ich nicht gewusst, dass es so weit gibt. Gibt es da bei uns auch? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Und vielleicht, genau, wo wir gerade geradelt sind. Die Strecke hat Jakob auch gesagt, das ist so das richtige Holland. Das ist so holländischer geht es nicht mehr. Dass man hier zwischen den Sloten, den Fahrten, den Kühen, Schafen, Hintergrund, ein paar Windmühlen. Ich bin total begeistert. Ich zeichne den Track natürlich heute auch auf, ne? Den GPS-Track, wer das nachradeln möchte. Ich kann das unbedingt empfehlen. Ich werde es auf jeden Fall mal nachradeln mit meiner Frau. Jeder macht kommen das, und machen wir die Tour wieder. Und wenn man will. Super. Ja, ja, machst du so Führungen wohl dann? Ja. Guck mal, ja, cool. Leute, ne? Ja. Da müsst ihr euch kostenlos beim Jakob melden. Und ja, ein Getränk kostet das bestimmt, ne? Der muss ja auch hier Energie haben fürs Radfahren. Für ein Bierchen kriegt ihr auch so eine schöne Führung hier.
Jakob wird mir gleich ein bisschen was über die verschiedenen Windmühlentypen hier erzählen. Und hier seht ihr auch, die ist noch richtig in Benutzung. Da werden jetzt die Segel eingeholt, weil es ein bisschen windiger wird. Ich bin schon ganz gespannt, was ich jetzt hier erfahren werde. Ja, Kopfmühle oder wie heißt das? Rittmolen. Und sie wird jetzt bereitgestellt für Drehen. Ach so, ich dachte, es wird eingeholt. Nein, es wird bereitgestellt weil es jetzt richtig windig wird. Aufgespannt. Ja. Und dann wird man mehr Wind fangen. Schon klasse, ne? So eine alte Windmühle. Tippitoppi. Hinter mir seht ihr einen großen niederländischen Fluss, den Lek. Und das hier in Schoonhoven. Und hier machen wir eine kleine Pause. Der hat ein bisschen Hunger. Er muss ja auch die ganze Zeit Biobike fahren. Ich habe ab und zu mal beim Gegenwind heimlich den Motor angemacht. Ich bin schon mit E-Bike unterwegs, dann nutze ich das natürlich auch aus. Und in den Niederlanden ist ja regelmäßig Gegenwind, hat man hier irgendwie immer. Ne? Weiß ich auch nicht. Habe ich immer so ein Magnet, so ein Gegenwindmagnet. Und hier, wie gesagt, der Lek. Und hier machen wir schön ein Päuschen.
Leute. Gouda ist ja ein Begriff als Käsesorte. Ich bin jetzt hier am Ort Gouda, in der Nähe von Gouda. Und hier gibt es den besten Käse, nationaler Champion 2015. Und hier ist halt so ein kleiner Hofladen, wo man den kaufen kann. Und wo man auch wohl selbstgemachtes Bauernhof Eis kaufen kann. Und da müssen wir mal schauen, ne? Ob ich hier nicht noch ein Stück Käse angetan kann. So, der Jakob hat mich gerade aufgeklärt, der Käse hier ist nicht so haltbar gemacht wie der aus dem Supermarkt. Das heißt, wenn ich mein Fahrrad jetzt mitnehme bei der Wärme und sowas, dann müsste ich den jetzt direkt aufessen. Und Käsehunger habe ich jetzt gar nicht. Ich habe noch ein bisschen Fahrrad fahren müssen. Nee, da muss ich wohl noch mal ein andermal wiederkommen und dann direkt Käse essen gehen hier. Wir sind jetzt ja nochmal an dieser, ich sag jetzt mal, Stabweitsprunganlage vorbeigekommen und haben Glück, dass hier gerade ein Wettbewerb stattfindet. Zwei Springers auf de Stranden, das ist auf der A- en auf der C-Strand. Das ist Mats de Jong, ja hoor, die stok staat wel goed. Hij heeft de tijd om te klimmen, gaat mooi recht open. En ja hoor, hij springt voorbij het balletje daar. Ik ben benieuwd wat de afstand gaat zijn. Ook Ruud van Dijk zit goed in de stok, heeft de tijd om te klimmen. Hij gaat richting de top en ja hoor. Das sieht ja mal gar nicht so ungefährlich aus, wenn man da runterfällt. Ist ja schon eine ganz schöne Höhe, ne? Ja. Wir sind hier voll die Schadenfreudigen, ne? Wir warten darauf, dass die Leute hier ins Wasser fallen. Dann haben wir den volgende Teilspringer, würde ich sagen, aber die kommen ein bisschen moeilijk in de stad. Ja, liebe Leute, Schadenfreude ist doch die schönste Freude, ne? Das kann man sich gut angucken, wie die Leute ins Wasser fallen. Aber so eine kleine Abkühlung würde mir jetzt auch gefallen. Aber das Stäbchen hochklettern, nein. Wir sind jetzt hier mittlerweile in Gouda angekommen und hinter mir seht ihr die Stadtmühle. Und ich bin schon wieder ganz gespannt, was ich gleich hier Geschichtliches erfahren werde. Ja, guck mal das. Ja. iPad schon in der Hand.
dieser Krach steht das Wasser bis zur Straßenkante, weil hier früher Torf verkauft wurde. So war es einfacher, die schwere Last vom Kahn abzuladen. Ja, schöne alte Straße. Ja, eine Art Innenstadt. Automatische Verkehrsberuhigung. Ja, ja, hier. Hier links, ja, ich muss erstmal um die Leute rumfahren. Arsch. 1609, jo. Wieder 1600, ne? Ja, Wahnsinn. Ja, immer 1600. Wurde eine Zeitarbeit. Ja. Gouda verbinde ich als Deutscher erst einmal mit einem Käse und nicht mit einer Stadt. Bekannt ist Gouda aber auch für sein Porzellan, seine Kerzen und seine mit Sirup gefüllten Waffeln, die ich inzwischen auch probieren konnte, weil Jakob mir am Ende der Tour eine Dose mit Waffeln geschenkt hat. In diesem Gebäude gab es die Käsewaage.
Und das hier ist aber jetzt eine Fahrt oder Kanal. Das ist ein Sloat. Sloat, okay. Ja, groß, ja, würde ich ein Sloat nennen. Großer ja. Sloat, oh, hier schick. Das ist eigentlich een See, sagt man auch noch Plas. Plas. Er is een Plas, niet See, Plassen. Ja. Dat in Meeren. Dat is een afgelopen. Er is mehrere Wörter für, ja. Een See. De See is meer. Ja. Ja. Sind wir da links? Ja, ja, okay. Ja. Das war dann die 50-Kilometer-Runde hier bei Gauda, die der Jaco hier für uns rausgesucht hatte. 75 sind es am Ende geworden, ja. Aber wirklich wunderschöne Gegend, in der sie hier leben. Ist super, ja. Hat mir sehr gut gefallen. Und vor allem habe ich auch eine Menge gelernt über die Niederlande, über Holland, über die Entstehung, über die zeitgeschichtliche Entstehung, beziehungsweise wie das Land trockengelegt wurde, über die Geschichte, die Niederlande, wie sie gegründet wurden. Ja. Wie die goldene Zeit war, wie die Städte teilweise hier reich geworden sind. Ja. So ein bisschen weiter weg hier mit der Kamera, sonst kann man uns gar nicht beide sehen. So. Ja. Wie die Städte hier reich geworden sind, wie die Ortsnamen teilweise entstanden sind. Rotterdam, ja. Amsterdam, mit durch den Damm, ne? mit den Dämmen. Ja. Das habe ich gelernt. Ich habe so viel gelernt Holzland. Heute. Holzland, dass der Name Holland eigentlich von Holzland herkommt. Ja. Dass es eigentlich Holzland heißt. Ja. Was habe ich noch gelernt? Vierjeppe. Genau, dieses mit den Stäben über die Slote springen. Mühlen, Bauernhöfe. Über die verschiedenen Mühlen, Bauernhöfe. Leute, ich muss mir den Film erstmal selber angucken, dass ich mir wieder ins Gedächtnis rufe, was ich heute alles hier gelernt habe. War jedenfalls eine wunderschöne Tour. Ich komme auf jeden Fall nochmal wieder in diese Gegend zum Radeln. Immer willkommen. Wir sind immer willkommen hier, habt ihr gehört, ne? Wer mal eine Tour machen möchte. Darf ich denn deine E-Mail-Adresse unter das Video stellen? Ja. Dann könnt ihr euch hier gerne melden, wer ernsthaft was erfahren will über die Gegend hier. Ich bin total begeistert. So, wir gehen jetzt noch ein kleines Kaltgetränk einnehmen nach der Tour. Werden wir machen. Ja. Sagen Tschüss. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich sage Dankeschön. Das war wirklich, habe ich gerne gemacht. Wirklich ein Erlebnis war heute hier. Schön für mich. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Tour. Ja. Es gibt noch ein paar Zuschauertouren mehr. Haben Sie noch ein paar bei mir gemeldet? Lasst euch überraschen. Bis denn. Euer Swobo. Ciao. Auf Wiedersehen.